Jo, was geht ab, Leute? Resell or Chill hier und willkommen zu einem neuen Video. Ich mache heute ein Opening. Ich habe heute zwei erwartete Pakete von Adidas bekommen. Und die öffnen wir jetzt mal gemeinsam. Das eine war hier leider an der Seite schon offen. Ich hoffe, da ist nichts mit passiert. Dann mal eben. Ein Yu-Gi-Oh! Paket, Alter, das sieht ja richtig krank aus. Das sieht ja richtig, richtig, richtig krank aus. Einmal nur kurz öffnen, um mal reinzuschauen. Alter. Das ist ja richtig krank. Aber wirklich richtig krank. Hier müssten die Latschen drin sein. Ich habe diese Uhrartikel gestellt, Alter, durch diese Hülle an. Hülle, wie auch immer, da sieht man das schon. Wird auch kein spontan langes Video, sondern einfach nur einmal ein Opening machen. Das ist krank. Die sehen ja echt krank aus. Die weißen Drachen mit eiskaltem Blick, mit Kaiba drauf und hier sogar so, ich weiß nicht, ob man das erkennt, ein Yu-Gi-Oh! Ein Teil von Exodia, witzig, Alter, richtig, richtig heftig, das ist das erste Paket, das ist ja richtig krank, das packen wir gleich mal wieder ein, ey. Beziehungsweise zum ersten Mal, ich finde die Folie ja richtig geil. Sieht ja richtig heftig aus. Vor allem die hier, Yugi und Kaiba. Heftig. Vor allem auch noch in dem Karton so mit Yu-Gi-Oh! Ich würde sagen, das schmeckt auf jeden Fall. Ja, man kriegt jetzt so viele Kartons, ne? So, öffnen wir mal den zweiten Karton. Da kommt nämlich das Schmuckstück, wo ich sehr drauf gewartet habe. Da auch. Yu-Gi-Oh! Was ein krankes Bild, ey. Boah, voll schwer, ey. Erstmal ein geiles Thumbnail machen. Alter Verwalter. Oha. Was ein heftiges Bild so. Jo. Da sind sie. Alter. Krank. Und drinnen steht auch noch Yu-Gi-Oh! Ey. Was für heftige Schuhe. Krank. Krank, 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 krank. Dann noch zusätzliche Schnürsenkel dazu. Heftig, 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 heftig. Auch so, wie gesagt, die Latschen sehr hochwertig gemacht. Also, finde ich so. Mal sehen. Waren auch teuer, ne? Die Latschen haben 70 Euro gekostet. Und die Schuhe 120. Ja. Würde sagen, das war's mit dem Video.
noch ein ganz kurzes, schnelles Video. Was sagt ihr zu den Schuhen? Sind die geil? Also, ich finde die heftig, ey. Richtig, 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 richtig heftig. Gebt gerne einen Kommentar, was ihr zu den Schuhen habt. Habt ihr euch die selber auch bekommen? Habt ihr die selber auch bekommen? Oder wart ihr leider zu langsam? Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Gebt gerne einen Daumen hoch. Hier unten gerne kostenlos abonnieren für weitere Videos. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.